Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht, hätte ich Kuchen gemacht, hätte ich Kuchen gemacht, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Ja, nach den jetzt wirklich wunderschönen Tagen in Bled, im wirklich wunderschönen Bled, mache ich mich jetzt auf den Weg auf die andere Seite des Triglav Nationalparks nach Bovec vom Prinzip her. Grundsätzlich, man sieht es ja hier, die wolkenverhangenen Berge, es zieht langsam aber sicher eine Unwetterfront will ich nicht sagen, aber eine Regenfront auf jeden Fall auf. Und insofern zieht es mich dann doch eher ins Hotel, wo mal einen Tag im Regen habe ich kein Problem mit, aber es soll wohl anhalten die nächsten 3 Tage. Insofern, ja, quartiere ich mich zwischendrin mal ins Hotel ein. Insofern heute auf die andere Seite vom Triglav Nationalpark. Sehen, den kriege ich wohl nie richtig auf die Reihe. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auf die andere Seite und ich lasse euch ein bisschen an der Fahrt teilhaben. Ja. Ja, ich bin mal wieder auf Nebenstraßen unterwegs, allerdings heute ohne Schottern. Ja, keine Lust und insofern geht es heute ganz normal durch die Berge. Und auf den kleinen Nebenstraßen bleibe ich allerdings. Weil ganz einfach große Hauptstraße. Zu viel Verkehr. Dann sind ja doch, also rund um Bled, sieht man dann schon, sind echt jede Menge Touristen nach wie vor noch unterwegs. Trotz Corona, trotz allem drum und dran, trotzdem. Dass die Saison halt nahezu vorbei ist, glaube ich. Ich glaube, noch 2 Wochen ist die Saison. Danach ist sie zumindest offiziell, was die Campingplätze angeht und so, glaube ich, dann durch. Beziehungsweise geht dann in den letzten Monat der Nebensaison sozusagen. Wie auch immer, Campingplätze sind gut besucht nach wie vor. Und gerade jetzt hier oben in dem Bereich und auch speziell jetzt in Bled eben. Und insofern ist drumherum auf den Straßen auch recht viel unterwegs und ja, viele, viele Autos. Insofern hier auf den Nebenstraßen kein Problem, da ist kaum jemand unterwegs, sind halt nur die Einheimischen unterwegs. Oder die halt wirklich jetzt eine spezielle Ecke suchen, um irgendwo wandern zu gehen. Denn wandern kann man hier auf jeden Fall mehr als genug an allen möglichen Ecken. Also auf jeden Fall, das was ich bisher gesehen habe an Wanderwegen, zumindest hier rund um diese touristischen Bereiche, das ist eigentlich ganz nett. Also es ist, man braucht ein bisschen Kondition, klar, habe ich glaube ich schon das ein oder andere Mal selber gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt vom Anspruch her nicht so riesengroß. Ja, also das kann man als Normalsterblicher machen. Wenn man jetzt nicht gerade auf die höchsten Berge und die Berggipfel möchte, ich glaube, der größte Berg in Slowenien sind 2800 Meter hoch, glaube ich, 2885 oder so, irgendwas in dem Dreh. Ich glaube, klar, da kann man auch hoch, können auch viele, die wollen hoch, sicherlich, aber das ist dann vermutlich nicht mehr für jedermanns Geschmack. Nichtsdestotrotz, deshalb bin ich hier nicht, ich bin zum Motorradfahren und wie gesagt, über meinen konditionellen Zustand habe ich mich ja schon mehr als genug ausgelassen. Dann muss ich im nächsten Jahr auf jeden Fall deutlich bessern. Eigentlich kann ich damit anfangen, wenn ich wieder zu Hause bin. Ihr hört hier so die Berge rauf, hat die Enfield ganz schön zu kämpfen, da fehlt dann halt schon ein bisschen Leistung. Abgesehen davon, dass ich immer ziemlich hohe Drehzahlen fahren möchte, dann funktioniert das auch alles. Also man kann halt alles mit ihr machen, das ist nicht das Thema.
Nur ich persönlich bin da nicht so ein Freund, den Motor hochzujagen bis zum geht nicht mehr, nur damit entsprechend dann auch die Leistung kommt. Und insofern, ja, muss es halt hier und da ein bisschen langsamer gehen. Und gerade hier, warum sollte ich hier mit 100 durchprügeln? Abgesehen davon, dass es mit der Enfield ja nicht geht. Dann müssen wir doch noch schottern. Thank you.
Also was einem hier oben beim Kurvenfahren immer wieder auffällt ist, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber gerade bei Linkskurven setze ich immer mit irgendwas auf. Keine Ahnung, ob das der Hauptständer ist oder der Seitenständer. Irgendwas schleift da jedes Mal auf dem Boden. Etwas unangenehm. Scheint aber, wie gesagt, nur auf der linken oder in erster Linie auf der linken Seite zu sein. Entweder weil mir Linkskurven besser liegen oder weil da einfach irgendwas relativ tief hängt. Und dann hier einen Ausguck. Cool. Ja, ansonsten, was gibt es eigentlich zu Enfield zu sagen? Zu Enfield zu sagen, als solches gibt es eigentlich nicht so wirklich viel. Ne? Letztendlich ist es ein Einzylinder und der macht das, was er machen soll. Hat so immer mal so ein bisschen Probleme, wenn es kalt ist, beziehungsweise beim Starten dann. Da eiert er so ein bisschen rum. Aber wenn es dann halt so richtig losgeht, nach ein, zwei Minuten, wenn er warm ist, dann, ja, dann rollt der Motor quasi, ne? Überhaupt kein Thema. Ansonsten für mich jetzt nach, sag mal, jetzt bei 4150 Kilometern, die ich jetzt runter habe, davon ist der Großteil jetzt hier die Fahrt runter Slowenien, muss ich sagen, das Motorrad ist halt doch echt ganz schön klein, ne? Klein als solche ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber es ist halt relativ tief, ja, von der Sitzposition her und so. Der Winkel für meine Knie ist auf lange Fahrt echt eine Katastrophe. Was heißt eine Katastrophe, aber macht sich halt super bemerkbar. Fängt dann halt schon irgendwann mal an Ecken weh zu tun, wo es beim Motorradfahren idealerweise eigentlich nicht weh tun sollte, nämlich ordentlich in den Knien. Das kenne ich so von meinen anderen Motorrädern her nicht. Ohne sowas, was mich bezogen dessen, dass das Motorrad ja Strecke machen soll, für mich eigentlich ein No-Go. Ja, insofern, wie gesagt, Motorrad ist relativ klein, wenn man damit vorhat, relativ weit zu fahren und ordentlich Strecke zu machen, und solche Leute sollte es ja geben, wie mich zum Beispiel, dann sollte man das auf jeden Fall vorher mal vernünftig ausprobiert haben. Das macht sich schon bemerkbar, dass Sitzposition zu Rastenposition relativ gering ist. Insofern, ja, das ist nicht ganz so angenehm. Was haben wir noch? Grundsätzlich die Sitzbank. Ne? Ich glaube, wenn man so im Internet rumguckt, ist, glaube ich, das Erste, was man überall lesen kann, die Sitzbank, die ist eine absolute Katastrophe. Da tut einem so unsäglich der Hintern weh. Ich glaube, nach 70 Kilometern, bei mir zumindest, gefühlt 70 Kilometern, geht es das erste Mal so richtig los, wo ich mir denke, scheiße, ich brauche eine Pause. Ne? Und nach 70 Kilometern Fahrt, naja, das ist eigentlich noch nichts. Da sollte noch nichts weiter, ja, mich dazu animieren, außer eine schöne Bar oder ähnliches, einen Zwischenstopp einzulegen. Insofern, ja, sehr, sehr unangenehm. Ich meine, Royal Enfield bietet ja nicht umsonst schon quasi einen Touring-Sitz an von vornherein, also es, wo ich mich dann frage, warum brauche ich einen separaten Touring-Sitz, warum muss ich den separat kaufen, wenn das Motorrad von vornherein eigentlich schon einen vernünftigen Sitz gebrauchen könnte. Ich sag mal, das ist so ein Streitpunkt, das ist ja auch immer so eine individuelle Geschichte, dass viele Leute ihr Motorrad versuchen zu personalisieren und gerade was die Sitzbank angeht, da halt ein bisschen was agieren und tun und machen. Mache ich aber in der Regel eigentlich nicht, habe ich eigentlich keine Probleme. Ich komme mit den Standardsitzen eigentlich immer ganz gut aus. Und von daher überrascht mich das hier bei der Enfield extrem und das ist auch wirklich super unangenehm. Ich habe zwischendrin mal versucht, ein Fell drauf zu schmeißen, um es ein bisschen besser zu machen. Kann aber nicht wirklich sagen, ob es jetzt wirklich besser ist. Gefühlt würde ich jetzt sagen, wenn dann nur marginal. Also nicht wirklich weltbewegend. Aber das ist natürlich angenehm, weil du nicht so sehr schwitzt, weil du nicht direkt auf der Sitzbank sitzt, auf diesem ganzen Kunststoff, Leder, Krimskrams, dünn. Ja, und insofern ist das Fell nicht so schlecht. Da hat er nur nicht den Effekt bezogen auf besseren Sitzkomfort, wie ich es mir zumindest erhofft habe. Gut, also wie gesagt, das ist ein riesengroßes Problem als solches. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich kaum Probleme. Also
das Moped zieht halt durch. Klar, in den Bergen, wenn es hier so richtig steil bergauf geht, dann merkt man halt, oder dann vermisst man schon die Leistung, die man hier und da braucht. Wenn es ans Überholen geht in bestimmten Ecken, fehlt die Leistung auch. Nicht das Thema, aber grundsätzlich reicht das vollkommen aus. Also da habe ich jetzt nichts weiter zu missen dran. Ne? Ansonsten die paar Passagen, die ich so im Dreck gewühlt habe, da beeindruckt das Ding schon. Das ist halt kein Trailbike, das ist kein Dirtbike, kein gar nichts, das ist ja klar. Das sieht man aber auch und das will, glaube ich, auch gar nicht weiter sein. Aber es ist halt ein Motorrad, wo man nicht drüber nachdenken muss, wenn man plötzlich mal irgendwo mitten in der Pampa steht und durch den Dreck muss. Ne? Das schluckt die einfach und damit ist gut. Man merkt halt, dass die Höhe als solche jetzt nicht so weltbewegend ist. Also man schlägt halt relativ schnell, wenn man es dann mal ein bisschen zügiger angehen lässt, im Gelände schnell mal mit einem Hauptständer auf zum Beispiel unten. Genau der Meinung, dass ich schon mal unten mit dem Ixel des Rearshocks sozusagen aufgeschlagen bin, was jetzt auch nicht unbedingt so toll ist, wenn man das öfter passiert. Aber kann mich auch täuschen, vielleicht war das wirklich bloß der Hauptständer. Nichtsdestotrotz, also da fehlt es dann schon so ein bisschen an Bodenfreiheit. Aber wenn man das ruhig angehen lässt und jetzt nicht sonst viel übertreibt, dann kommt man mit dem Ding eigentlich zumindest gefühlt überall durch. Und das ist schlussendlich das, was ich will und schlussendlich das, was ich von meinem Motorrad erwarte. Wenn ich davon ausgehe, dass ich auf lange Strecke gehen will, will ich ein Motorrad haben, das nicht ständig irgendwo an irgendwas rumkrepelt und krankt. Und ich möchte halt auch gerade auf Strecke nicht drüber nachdenken, wenn ich plötzlich im Dreck stehe. Ne? Ich war schon mal vor Jahren mit meiner Kawasaki ZR7 unterwegs und das war auch schön und war auch in Ordnung, hat Spaß gemacht. Unten in Portugal, Spanien, Co. unterwegs. War ein anderes Fahren und war halt ein Motorrad, mit dem man noch Strecke machen konnte, richtig. Also auch mal schnell einen großen Sprung über die Autobahn machen sozusagen. Das fehlt halt hier bei der Enfield schon. Aber was mich damals eben am meisten gestört hatte, gerade in Portugal, wenn es dann irgendwie an die Klippen wolltest, irgendwo richtig ran wolltest, um dort, sag ich mal, die fantastischen Ausblicke zu genießen, dann musstest du halt zwangsweise über Schotter und Co. Und ja, das ging, aber es war immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, zumindest aus meiner Sicht. Und ja, ich habe es gemacht, aber ich habe es halt nicht genossen, sagen wir mal so. Jetzt hier mit der Enfield brauchen wir nicht drüber nachdenken, man fährt einfach und da bietet sie halt dann noch einige dann Komfort, wenn es dann halt auf die Schotterstraßen geht. Und genau das ist das, was ich halt suche. Und das bringt sie alles mit, das macht sie und damit ist eigentlich alles schick. Ja, und gut, der letzte Punkt, das sind dann halt drei Punkte, der letzte Punkt, was jetzt so ein bisschen negativ aufstößt, sind dann doch die Bremsen, die mich so im Alltag zu Hause jetzt nicht weiter gestört haben. Also ich bin ja ein paar Mal damit zur Arbeit gefahren letztendlich. Das war eigentlich nie das große Problem. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Also Motorrad ist ja super wendig und so. Das macht schon Spaß. Das macht auch Laune, auch mit wenig PS letztendlich. Aber da ist halt nicht weiter großartig aufgefallen, dass die Bremsen jetzt irgendwie durchaus ein Problem sein könnten. Ja? Die Kiste bremst, kein Thema. Die Hinterradbremse packt doch einigermaßen zu. Kann man sich jetzt nicht weiter beklagen. Gerade im Gelände hat man das gemerkt, hat gut funktioniert. Was aber gar nicht geht oder schlussendlich dann auf längerer Tour und gerade wenn man hier auch in den Bergen unterwegs ist, dann irgendwann unangenehm aufstößt, ist halt die Vorderbremse dann doch. Ne? Man kann es überall lesen, man hört es auch überall. Aber ja, ich habe es halt, wie gesagt, für mich am Anfang nicht so wahrgenommen, jetzt hier in den Bergen auf jeden Fall. Da fehlt mir dann einfach schon die Leistung und man muss halt deutlich früher bremsen, das funktioniert alles, man kann sich darauf einstellen und das ist jetzt auch kein absolutes No-Go, aber es könnte halt deutlich besser sein, das muss man ganz klar sagen. Aber gut, was will man für den großen Preis erwarten oder kleinen Preis in dem Fall? So gesehen kriegt man halt ein rundum brauchbares Motorrad. Bin im Allgemeinen eigentlich zufrieden. Würde ich damit auf Weltreise gehen? Nein, definitiv nicht. Dazu ist mir einfach dann zu klein. Dazu fehlt mir zumindest ein bisschen Leistung. Ich brauche jetzt keine 150 PS à la KTM. Aber ich sage mal so im 70er-Bereich, das wäre schon ganz angenehm.
Und wie gesagt, ein bisschen höher müsste die Kiste dann schon sein bezüglich der Komposition zwischen den Fußrasten und halt der Sitzhöhe. Ne? Also da müsste was passieren, weil ansonsten, wenn ich das tagtäglich so fahren müsste auf einen langen, langen Zeitraum, auf einer Reise um die Welt zum Beispiel, nee, keine Chance, das würde ich auf Dauer nicht mitmachen.